herzlich willkommen zum Schön-Schlau-Tutorial, wie mache ich einen guten Powernap? Lukas Burg hat uns in den Kommentaren gefragt, bringen Powernaps etwas? Kleinkinder und Großeltern halten ja gerne Mittagsschläfchen, als Erwachsener schlägt man sich dann eher mit Kaffee durch den Tag. Manch einer schwört auf Powernaps, mal zwischendrin schnell auf dem Schreibtisch. Andere fühlen sich nach einem Mittagsschlaf noch müder als vorher. Wie ist das bei euch und warum ist das bei jedem anders? Es könnte daran liegen, wie lange ihr nappt. Wenn wir einschlafen, durchlaufen wir 4 Schlafphasen. Phase 1 und 2 sind sogenannte Leichtschlafphasen, Phase 3 und 4 Tiefschlafphasen. Kennt ihr das? Ihr gönnt euch einen kurzen Mittagsschlaf, ihr stellt den Wecker auf 10 Minuten und wenn der Wecker klingelt, habt ihr noch nicht eine Sekunde geschlafen? Ja, ich wäre mir da nicht so sicher, denn Menschen, die aus Schlafphase 1 oder 2 geweckt werden, glauben sehr oft, dass sie noch nicht geschlafen haben, obwohl es gar nicht stimmt. Und trotzdem ist dieser sehr leichte Schlaf oft schon ziemlich erholsam. Der Knackpunkt für einen perfekten Powernap liegt also darin, nicht über diese Leichtschlafphasen hinauszuschlafen. Wenn man nämlich erstmal in eine Tiefschlafphase abgedriftet ist und daraus dann wieder aufstehen möchte, dann fühlt man sich nach dem Nap noch müder als vorher. Grobe Faustregel, alles unter 30 Minuten sollte den perfekten Powernap ausmachen, nachdem ihr wacher, konzentrierter und produktiver sein solltet. Wenn euer Bürotisch für einen Powernap zu ungemütlich ist, dann hilft auch nur Kaffee. Mehr dazu findet ihr hier drüben. Vielen Dank, Lukas, für deine Frage. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt sie in die Kommentare. Ansonsten abonnieren nicht vergessen, dann sehen wir uns nämlich nächsten Donnerstag wieder.